Wir kommen dann jetzt zum nächsten Agententyp, den Firmen. Da hatten wir ja schon gesagt, deren zentrale Aufgabe ist zum einen, Haushalte anzustellen, denen einen Lohn zu zahlen und dann eben Outputs zu produzieren, aus den Inputfaktoren, die in der Regel Arbeit und Kapital sind. Wobei hier in sehr vielen Modellen unterschieden wird zwischen Konsumgutfirmen und Kapitalgutfirmen. Bei Konsumgutfirmen ist es so, die haben die Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital. Und die produzieren als Output eben Konsumgüter. Und die Kapitalgutfirmen, die haben als Input nur Arbeit und produzieren Kapitalgüter als Output, ne? Wobei jetzt halt eben quasi diese Kapitalgüter hier sind genau die, die bei den Konsumgutfirmen eben dann wieder als Inputfaktor sozusagen gelten. In der Regel ist es immer so, dass Firmen eine gewisse Preissetzungsmacht haben, dass wir also mit oligopolistischen oder Märkten beziehungsweise mit monopolistischem Wettbewerb zu tun haben. Und es bedeutet für die Firmen, dass sie eigentlich zwei Variablen zu kontrollieren haben, ne? Sie müssen Preise für ihre Produkte setzen, sie müssen Menge für ihre Produkte setzen. Und anders als jetzt bei den DSGE-Modellen können wir nicht einfach sagen, die maximieren Profite, bilden rationale Erwartungen. Das wäre ja inkompatibel mit dem konstruktiven Ansatz von ABM. Die Firma weiß ja nicht irgendwie, kann ja, also es ist ja überhaupt gar nicht vorstellbar, wie eine Firma hier rationale Erwartungen bilden kann, ohne unrealistisch viele Informationen von außen reingesteckt zu bekommen. Also sie muss ja quasi Erwartungen bilden auf dem, was sie in der Vergangenheit gesehen hat oder aktuell erfährt. Und dieses Problem, das wird eben übersetzt in die Entscheidungsheuristiken von den Firmen. Wenn dann die Firma dieses Problem gelöst hat und gesagt hat, okay, das ist jetzt quasi die Menge, die ich produzieren will, dann determiniert das natürlich auch die Nachfrage nach den Input-Faktoren. Grundsätzlich kann es natürlich immer passieren, dass eine Firma gerne eine Menge produzieren will, wo sie Kapitalgüter und Arbeitskraft kaufen muss, aber die entsprechenden Mittel nicht haben. Das heißt, wenn die internen Mittel nicht ausreichen, um die gewünschten Produktionskosten zu decken, dann fragen die in der Regel Kredite bei den Banken an, wenn diese Möglichkeit im Modell vorgegeben wird. Das ist aber in der Regel so. Das ist auch wieder sowas, was so typisch sich an Mikroevidenz orientiert, anders als in vielen neoklassischen Modellen. Ist es nämlich so, dass Firmen zunächst mal versuchen, immer Investitions- und laufende Kosten aus internen Mitteln zu bedienen. Und nur wenn sie das nicht können, dann gehen sie überhaupt zu den Finanzmärkten und kümmern sich um Kredite, ja, weil dann Transaktionskosten es eben schwieriger machen. Und es ist nicht so, dass die sozusagen optimieren und gucken, wie können Sie quasi Ihre Gesamtkosten minimieren, durch den richtigen Anteil von internen Mitteln versus, Krediten? Ja, das ist nicht das, was man sieht. Man hat wirklich so dieses zweischrittige Verhalten, was man dann auch eben in den agentenbasierten Modellen sieht. Aber auch hier kann es natürlich passieren, ne? Die Bank sagt, nee, du bist nicht kreditwürdig, du kriegst keinen Kredit, oder man kriegt nicht, für den gewünschten Lohn sind einfach nicht genug Haushalte bereit zu arbeiten. Dann kann es durchaus sein, dass nicht das gewünschte Level an Output realisiert wird. Das ist dann so. Also es können einfach nicht genügend Kapitalgüter oder Mitarbeiterinnen für den gewünschten Preis verfügbar sein. Diese Tatsache, dass das manchmal einfach nicht funktioniert, ist natürlich realistisch in dem Sinne. Das ist Ausdruck von der echten Unsicherheit, denen sich Unternehmen ausgesetzt fühlen. Und ich finde es kein Nachteil, dass dann da zum Beispiel vielleicht ein Gleichgewicht sich nicht realisiert oder eine Firma halt einfach Pech hat und sagt, okay, wir finden jetzt einfach niemanden. Das ist ja was, was man in der Wirklichkeit immer sieht. Und das ist eben Ausdruck dieser echten Unsicherheit im Gegensatz des kalkulierbaren Risikos in vielen neoklassischen Modellen, die man hier sieht. Eine andere Quelle dieser echten Unsicherheit ist ja, dass in agentenbasierten Modellen die Firmen und Haushalte immer nacheinander entscheiden. Die entscheiden nicht gleichzeitig, sondern die entscheiden nacheinander. Wahrscheinlich die Reihenfolge entweder zufällig oder nach irgendwas Sinnvollem aufgebaut, meistens zufällig. Es kann einfach, also allein die Tatsache, dass die Firma A nicht weiß, was die Firma B vor ihr gemacht hat, ob sie zum Beispiel irgendwie jetzt schon alle Leute eingestellt hat. Das kreiert ein Umfeld von echter Unsicherheit, wo die Firmen eben Heuristiken entwickeln müssen, in diesem Kontext echter Unsicherheit zu interagieren. Das sind Herausforderungen, denen sich profitmaximierende Firmen nicht ausgesetzt sehen. Das sind Prozesse, die in solchen optimierten Modellen gar nicht abgebildet werden und werden können, die halt eben dieses völlig andere Herangehensbild in den agentenbasierten Modellen nochmal verdeutlichen, ne? Also diese echte Unsicherheit, diese Notwendigkeit, dass Firmen Heuristiken bilden, weil sie hier gar keine rationalen Erwartungen bilden könnten, ne? Die sind überhaupt nicht berechenbar, in solchen Kontexten. Das heißt natürlich nicht, dass das Ganze unsystematisch stattfindet, ne? Also die Firmen
haben einfach zentrale Fragestellungen, wie zum Beispiel hier beim Angebot von Konsumgütern. Wie setzen Sie Preise und Mengen? Und natürlich bilden Sie da rational oder also bilden Sie da sinnvolle Heuristiken heraus, aber eben keine optimalen. Auch hier würde ich jetzt mal wieder so einen allgemeinen Ansatz skizzieren, wie das häufig gemacht wird, wo man sagt, die Firma, die startet mit einer gewissen Preis-Mengen-Kombination von Preisen und Output. Sie beobachtet dann die tatsächlichen Verkäufe gegeben hier durch diese Variable. Die sind der Minimum zwischen dem, was produziert wurde und was konsumiert wurde, wenn eben mehr produziert wurde hier als der Konsum eben verfügbar ist, dann wird eben nicht alles verkauft. Also der Konsum constraint das. Gleichzeitig, wenn eigentlich mehr konsumiert werden will, als produziert wurde, dann ist natürlich der kleinere, also determiniert natürlich das Angebot sozusagen, wie viel dann tatsächlich konsumiert wird. Also das heißt, das ist was die Firma dann tatsächlich beobachtet, und genauso beobachtet sie natürlich den Durchschnittspreis von allen Firmen in der aktuellen Periode, wo sich das eben realisiert hat. Und dann ist so eine typische Heuristik, daraus ergibt sich natürlich auch, wenn quasi der Konsum hier kleiner ist als das, was die Firma produziert hat, dann bilden sich da sogenannte Inventories raus. Diese Inventories, die sind manchmal unfreiwillig, manchmal freiwillig. In der Regel ist es so, dass Firmen ja immer einen gewissen Teil von Inventories bilden wollen, um dann auf unerwartete Schocks zu reagieren. Das ist auch relativ einfach zu implementieren in den agentenbasierten Modellen. Was dann halt eben passiert ist, sozusagen, die Firma, die startet eben mit dieser Preis-Mengen-Kombination, sie beobachtet tatsächlich Verkäufer und leitet daraus eben dann letztendlich Marktsignale ab, ne? Wo sie eben dann gucken kann, sie hat zu viel oder zu wenig produziert, das heißt, sie hat eigentlich mehr Inventories aufgebaut, als sie eigentlich möchte, oder sie musste ihre Inventories abbauen, sodass sie nicht mehr den Buffer-Stock sozusagen hat, den sie haben möchte, oder sie hat sogar, konnte überhaupt nicht die Nachfrage bedienen. Das ist ein Marktsignal, wo man merkt hat, okay, man muss da was ändern, oder eben bezüglich Über- oder Unterpreisung, wo man hier gemäß des Durchschnittspreises oben gemerkt hat, okay, hey, ich bin viel teurer als meine Konkurrentin, ich muss da irgendwie was ändern. Und so ist es ja einfach. Die Firma macht was, sie kriegt dann Signale vom Markt und passt dann eben ihre Preismengen Kombination hier oben an. Gibt es folgende Möglichkeiten. Sie kann zum einen ihren gewünschte Produktion, also das hier ist die gewünschte Produktion in T+1. Für den Fall, wenn sie hier quasi zu wenig Bufferstock hat, also sozusagen zu wenig produziert hat, also Inventories abbauen musste und gleichzeitig Überpreisung hatte, also teurer war als die Konkurrenz, dann wird sie quasi die Produktion ausweiten, und zwar um einen Faktor, der exogen als Parameter gegeben ist. Genauso ist es eben so, wenn die Firma merkt, okay, sie hat jetzt überproduziert und sie hat einen zu niedrigen Preis als die Konkurrenz gehabt, dann wird sie hier um den gleichen Faktor sozusagen ihre Produktion verringern. Also es sind die Entscheidungen, die sie auf Produktionsebene führt. In anderen Fällen kommt es zu einer Preisanpassung. Hier haben wir eben auch für den Fall, wenn sie zu viel sozusagen verkauft hat, der Preis jetzt aber eben hier zu gering war, dann folgt daraus, dass der Preis erhöht werden wurde. Wenn der Preis zu hoch war und gleichzeitig der Bufferstock zu hoch war, dann werden die Preise gesenkt. Das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich mit der Situation von Preis- und Mengenanpassung haben wir hier wirklich alle möglichen Kombinationen abgedeckt. Und wir haben jetzt hier auch was eine Firma kalkulieren kann, ne? Also sie braucht, um diese Entscheidung zu implementieren, braucht sie nur die Variablen, die sie in der Vergangenheit oder aktuell beobachtet kann. Sie braucht kein Wissen über die Zukunft, und sie braucht auch keine rationalen Erwartungen in dem Sinne bilden, was sie sowieso nicht berechnen kann, sondern sie beobachtet, sie verarbeitet Marktsignale und reagiert darauf dann mit entsprechenden Anpassungen.
Auch hier gibt es jetzt wieder Varianten, die das Ganze nochmal deutlich komplexer machen, wo man sich nochmal ein bisschen mehr an der Management- oder Supply Chain-Literatur orientiert hat. Was aber auch, finde ich, nochmal charakteristisch ist für dieses konstruktive Design der Agenten, ne? Dass man halt nur mit den Informationen, die man hat oder die man durch Beobachtungen sammeln konnte, eben arbeitet. Und gleichzeitig aber doch auch relativ schnell, relativ einfach, aber auch komplexere Entscheidungsmechanismen, die sehr realistisch sind, abbilden kann. Das fand ich ganz interessant. Also hier ist es so, die Firmen sammeln Infos über die Marktgröße, also die Gesamtnachfrage in den vergangenen Perioden. Das wird über einen Parameter bestimmt. Dann schätzen die Firmen ein lineares Regressionsmodell mit Marktgröße als abhängiger und Wachstum als unabhängiger Variable. Sie haben sozusagen ihre Marktresearch-Abteilung, die sie da arbeiten. Sie verwenden dann dieses lineare Regressionsmodell, um die zukünftige Marktgröße vorherzusagen. Und um dann zusätzlich den Preis zu setzen, machen sie wirklich noch sozusagen Market Research. Das heißt, sie befragen eine Stichprobe von Konsumenten über deren Zahlungsbereitschaft. Auf Basis von den Ergebnissen schätzen sie dann den erwarteten Umsatz für verschiedene Preise und setzen dann den Preis, der den erwarteten Profit maximiert. Ne? Auch hier haben wir wieder Orientierung an der Management- und Marketing-Literatur. Und wir haben hier einen Entscheidungsprozess, der relativ nah an, sag ich mal, die Entwicklung rationaler Erwartungen rangeht, aber auf eine Art und Weise, wie wir sagen können, realistischerweise verhalten sich Firmen auch so. Also, dass sie Umfragen machen, dass sie beobachten, was in der Vergangenheit passiert ist. Das ist was realistischerweise angenommen werden kann, aber nicht per se, dass sie irgendwie das wahre Modell kennen, was eben bei den rationalen Erwartungen dann eben impliziert wird. Auch hier quasi das Ganze nur mal so als Beispiel, dass sie so eine Vorstellung haben, was man in diesen Modellen eigentlich recht einfach auch implementieren kann. Ich habe bisher jetzt nur über die Konsumgüter geredet. Ich möchte jetzt noch kurz was zu den Kapitalgütern sagen, aber da jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, einfach aufgrund der Zeit. Kapitalfirmen produzieren ihren Output ausschließlich mit Arbeit als Produktionsfaktor. In der Regel, also eine mögliche Variante wäre, dass die Firmen sozusagen Prospekte für ihre Kapitalgüter an die Konsumgutfirmen schicken. Und in diesen Prospekten steht dann die Qualität oder die Produktivität dieser Kapitalgüter und ihr Preis drin. Und die Konsumgutfirmen wählen dann die Kapitalgüter aus oder bestellen die Kapitalgüter, die den geringsten erwarteten Stückkosten einhergehen. Und die Kapitalgutfirmen versuchen eben auf die Art und Weise möglichst produktive Kapitalgüter herzustellen, weil sie die natürlich dann auch zu höheren Preisen verkaufen können. Und dieser Prozess, wonach sich die Produktivität der Kapitalgüter bestimmt, das ist eigentlich in der Regel der Innovationsprozess, ne? Also dieser Kapitalgutsektor ist in der Regel der Bereich, in dem Innovation stattfindet, und Innovation bezieht sich meistens auf Prozessinnovation in dem Sinne, dass Kapitalgutfirmen Kapitalgüter herstellen, die eine höhere Produktivität aufweisen. Und dieser Prozess, wie sozusagen die Kapitalgutfirmen neue Kapitalgüter mit höherer Produktivität entwickeln, der ist auch relativ heterogen. Also das ist ja eigentlich letztendlich der Prozess, wie die Produktionstechnologie für die Konsumgutfirmen entwickeln wird. Das ist auch wieder sehr, sehr heterogen, je nachdem, welche Rolle der technische Fortschritt spielt in den Modellen. Also die Modelle, die jetzt gerade auch so eine langfristige Entwicklung der Ökonomie mit berücksichtigen wollen, also wo Wachstum wirklich auch eine Rolle spielt, wo technologischer Wandel dementsprechend wichtig ist, da ist dann in der Regel dieser Innovationsprozess komplexer abgebildet. In Modellen, die halt auf kurzfristige Dynamiken gucken, die abstrahieren häufig von diesem technologischen Wandel. Hier gebe ich jetzt einfach mal ein einfaches Beispiel. Die Kapitalgutfirmen geben einen konstanten Teil ihres Umsatzes für Research und Development aus. Sie haben eine Wahrscheinlichkeit für erfolgreiche Innovation oder Imitation. Das erinnert uns jetzt schon sehr stark an das Nelson-Winter-Modell, und das ist tatsächlich auch eine zentrale Quelle der Inspirierung für viele von diesen Modellen. Und diese Wahrscheinlichkeit für erfolgreiche Innovation oder Imitation bestimmt sich eben durch eine Funktion, wo wir hier einen gewissen Parameter haben, der wieder zeigt, wie schwierig sozusagen die Innovation ist,
und hier einen positiven Effekt von den Gesamtausgaben für Research und Development. Research und Development Ausgaben sind in der Regel, wie gesagt, ein Share von den Einkünften, die in der Vergangenheit realisiert wurden. Wenn die Firma erfolgreich imitiert, dann kann sie quasi die Technologie von einer anderen Firma kopieren. Wenn die Firma erfolgreich innoviert, dann quasi erfindet sie was Neues. Was Neues ist quasi eine neue Produktionstechnologie mit einer erhöhten Produktivität. Also hier V plus 1 indiziert, dass das jetzt hier die neue, Produktivität von einem neu erfundenen Kapitalgut ist. Und das ist die Produktivität des alten Kapitalguts plus hier eine Zufallszahl. Ja? Und diese Zufallszahl, die bestimmt jetzt in dem Beispiel hier, ist verteilt nach einer Beta-Verteilung. Diese Beta-Verteilung hat zwei Parameter. Der eine ist exogen. Der andere Parameter hier, der repräsentiert den allgemeinen Stand der technischen Entwicklung. Das heißt, wenn wir uns jetzt in einer weit entwickelten Volkswirtschaft befinden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass neue Innovationen von den Firmen mit größerer Produktivität einhergeht, größer, als wenn wir uns in einer niedrig entwickelten Volkswirtschaft befinden. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen großer Produktivitätszugewinn vonstatten ist, geringer. Ja? Und dadurch kann man natürlich auch so diesen Public-Good-Charakter von Innovationen nochmal besser darstellen, weil die dann nämlich eventuell einen Einfluss hier auf diesen Alpha-Parameter haben. Und da kann man dann sozusagen auch sehen, wie sozusagen langfristige wirtschaftliche Entwicklung einen Einfluss darauf hat, wie kurzfristige Innovationen von den Firmen stattfinden. Da kann man dann zum Beispiel auch staatliche Innovationspolitik und sowas kann man super über diesen Parameter oder sowas dann darstellen. Es kann natürlich auch immer so sein, dass jetzt hier die neue Technologie schlechter ist als die alte. In dem Falle würde das Unternehmen einfach die alte Variante des Produktes weiter produzieren. Das heißt, Sie sehen hier schon auch mit einfachen Aspekten kann man schon jede Menge bewegen und es gibt natürlich jetzt auch hier, ich gehe nicht ins Detail, weil Zeit eh schon dahin rinnt, es gibt diverse Varianten, die dann zum Beispiel hier noch die Fähigkeiten der angestellten Arbeiterinnen mit berücksichtigen. Stichwort Arbeiterinnen, Nachfrage nach Arbeit der Firmen, bestimmt sich in der Regel immer durch den gewünschten Output und bei Konsumgutfirmen darüber hinaus noch durch den aktuellen Kapitalstock. Dieser gewünschte Output wird dann eingesetzt in eine Produktionsfunktion, die firmenspezifisch ist. Das ist meistens irgendwie so eine Variante der Leontief-Produktionsfunktion. Und dann ist es eben so, dann wissen die Firmen, wie viele Arbeiterinnen sie einstellen wollen. Dazu geben sie Annoncen mit dem gebotenen Lohn ab. Und das bestimmt ja die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Haushalt tatsächlich auch für diese Stelle entscheidet. Wobei, das habe ich auch schon angesprochen am Anfang, hier gibt es dann eben so Suchfriktionen oder soziale Netzwerke etc. Es ist dann auch so, dass häufig die Firmen nochmal gucken, wenn sie in der Vergangenheit zum Beispiel für den gewissen Lohn nicht genug Leute gefunden haben, dann sind sie jetzt eher bereit, einen höheren Lohn zu geben. Wenn sie kein Problem hatten, dann geben sie vielleicht einen geringeren Lohn. Das ist dann ähnlich wie wie sie lernen, eben die richtigen Produktpreise zu finden. Das heißt auch hier immer so konstruktive sozusagen Gedankenspiele bei den Firmen, wie sie letztendlich jetzt den Lohn am besten setzen können. In jedem Fall ist es so, dass es eigentlich nie perfekte Koordination gibt. Manche Leute kriegen einfach nicht mit, dass es einen Job für sie gibt, wenn sie die Firma nicht finden. Das heißt, es gibt da auch immer einen gewissen Grad an unfreiwilliger Arbeitslosigkeit. Einen anderen Aspekt, den Firmen nachfragen, das sind Kredite, wenn es dazu ist. Wir hatten ja gesagt, Firmen fragen Kredite ab, wenn sie ihre Produktions- oder ihre laufenden Kosten nicht decken können oder wenn sie investieren wollen, aber nicht genug interne Mittel haben. Dann fragen sie Kredite nach und in der Regel sind Firmen auch die einzigen Nachfrager nach Kredite. Also Konsumkredite sind bisher kaum ein Thema in den Modellen. Das ist jetzt sicherlich sowas, wo man sagen kann, das ist jetzt sicherlich ein spannendes Feld. Bei Firmen, das hatte ich schon angesprochen, Firmen versuchen zunächst mal ihre laufenden Kosten aus den internen Mitteln zu decken. Wenn nicht, dann kommt es zu einer Finanzierungslücke und diese Finanzierungslücke soll dann durch Kredite gefüllt werden. Das gucken wir uns jetzt hier aber nicht an, denn ob der Kredit, den die Firma dann von den Banken haben will, tatsächlich genehmigt wird oder nicht, das hängt von der
von der Entscheidung der Bank ab. Ja, und damit wären wir dann eben auch bei den nächsten Agenten angekommen, bei den Banken. Auch hier gilt jetzt wieder, der Finanzmarkt mit seinen Banken ist je nach Fokus eher komplex oder eher einfach. Gerade in den monetären agentenbasierten Modellen, wo Finanzmarktstabilität eine große Rolle spielt, bilden sich da dann häufig oder gibt es dann da viele Banken, die sich auch untereinander Kredite leihen, wo es dann eben auch so endogene Kreditnetzwerke gibt, wo sowas wie systemisches Risiko natürlich eine große Rolle spielt. Also dann, dass zum Beispiel Too-Big-to-Fail-Banken entstehen und diese dann ausfallen. Und die Frage, welche Politikmaßnahmen da am besten helfen, ist dann da eine große Rolle. Spielt ja da eine große Rolle. In den meisten Modellen ist es aber so, dass man oft nur eine Bank hat, die dann quasi die Kreditnachfrage der Unternehmungen quasi bedient oder auch eben nicht bedient. Neben den Krediten bieten die Banken eigentlich immer Girokonten für Sichteinlagen an, wo auch die Haushalte in der Regel ihre Ersparnisse drauflegen. Und der Zinssatz für diese Girokonten, der orientiert sich in der Regel an den Zinssatz, den die Zentralbank gesetzt hat, häufig mit einem gewissen Abschlag. Also das ist jetzt nicht das, glaube ich, nicht die zentrale notwendige Variable, die in so einem Modell modelliert werden sollten. Wie gesagt, neben diesem Anbieten von Girokonten werden Kredite an die Firmen vergeben und auch eben manchmal an andere Banken. Und in dem Kontext stellen sich halt zwei Fragen. Zum einen, wenn jetzt eine Bank fragt, oder also wenn jetzt eine Firma oder eine andere Bank einen Kredit haben möchte, stellt sich zunächst mal die Frage, wird dieser Kredit überhaupt vergeben? Also akzeptiert die Bank das? Und dann als nächstes, welchen Zinssatz verlangt die Bank? Darüber hinaus wird eigentlich immer noch eine Sicherheit verlangt. Die nimmt entweder die Form jetzt bei Firmen, zum Beispiel die Inventories oder ihre aktuellen Kapitalgüter an. Wenn die Firma ausfällt, dann werden in der Regel diese Inventories verkauft und gehen dann eben als Sicherheit an die Bank. Hier dieser Teil mit dem verlangten Zinssatz, das wird oft weniger komplex modelliert. Der ist meistens einfach irgendwie ein fixer Markup über dem Zinssatz, den die Zentralbank setzt. Aber es ist auch in manchen Modellen recht komplexe Funktionen von dem erwarteten Gewinn der Firma und der geschätzten Ausfallwahrscheinlichkeit des Kredits. Da möchte ich jetzt aber nicht im Detail drauf eingehen, sondern ich möchte jetzt eher fokussieren hier dieser Frage, vergibt jetzt eine Bank einen Kredit oder nicht? Dabei gibt es zum einen institutionelle Faktoren. Also es gibt in den meisten Modellen so eine Finanzmarktregulierung im Sinne von den Basel-Regeln, die ja auch in der Realität jetzt zum Beispiel in Europa gelten. Und da gilt, dass das Eigenkapital der Bank eben immer einen gewissen Anteil an den vergebenen Krediten, an den sogenannten Risky Assets ausmachen muss. Ne? Oder Risky Assets natürlich allgemeiner, sozusagen illiquide Mittel, die die Bank besitzt. Das können auch Aktien zum Beispiel sein. Dabei definieren wir dann immer den Leverage oder den Hebel der Bank B in T. Dieser Leverage ist gegeben durch das Verhältnis hier der Risky Assets im Vergleich zum Eigenkapital. Eigenkapital kann die Bank zum Beispiel auch erhöhen, indem sie eben Sichteinlagen von Konsumentinnen versucht zu akquirieren. Und die institutionelle Beschränkung ist dann eben dadurch gegeben, dass dieses Verhältnis einen bestimmten Wert nicht übertragen kann. Das kann man so umstellen, dass eben die Risky Assets kleiner sein müssen als die vorinstitutionelle Vorgabe für den Leverage multipliziert mit dem Eigenkapital. Also eigentlich einfach hier rübergezogen. Das ist sozusagen der institutionelle Frame, sozusagen. Also da orientieren sich die Banken sowieso daran, wenn sie vor der Frage stehen, ob sie einen Kredit vergeben oder nicht. Und darüber hinaus gibt es eben noch individuelle Beschränkungen. Das führt dann in der Regel zu Credit Rationing, der Tatsache, dass nicht alle Unternehmungen die Kredite bekommen, die sie tatsächlich wollen. Und dass natürlich auch die ökonomische Aktivität in einer Wirtschaft beschränkt, aber gleichzeitig das Risiko auch sinkt. Also da auch eine große Frage, welche Entscheidungen oder welche individuellen Beschränkungen der Firmen hier führen jetzt zu welche Implikationen für ökonomische Stabilität und ökonomische Dynamik. Da ist es so, dass die Firmen bewertet werden durch die Banken gemäß ihrer aktuellen Verkäufe und ihres Eigenkapitals
Und was man dann in der Regel von Bankseite macht, man rankt die Firmen nach den sichersten Kunden zu den wenigsten sicheren. Und dann guckt man einfach, wie viel Kredite darf man vergeben, und man vergibt halt erst die Kredite an die sicheren, Kunden. Und auch da natürlich, der Komplexität sind keine Grenzen gesetzt, aber ich möchte es jetzt hier mal bei dieser einfacheren Variante erstmal belassen. Und damit kommen wir dann auch sozusagen zu den letzten beiden Akteurinnen in agentenbasierten Modellen, im Staat und den Zentralbanken. Deren Rolle ist in der Regel sehr klar definiert und nicht so groß. Die Zentralbank hat vor allem die Aufgabe, den allgemeinen Zinssatz zu setzen, an dem sich ja dann zum Beispiel die Banken für ihren Zinssatz auf den Girokonten orientieren und auch für den Zinssatz, den sie verlangen für Kredite, die sie vergeben. Da folgt man in der Regel einfach dieser klassischen Taylor-Regel, wo man einen langfristigen Zielzinssatz RT definiert hat, und der tatsächliche Zinssatz, der benutzt eben hier diesen Zinssatz RT und definiert noch oder bezieht sich auf ein Inflations bezieht sich eben noch auf ein Inflationsziel, wo wir hier die Abweichung von der tatsächlichen Inflation haben und der gewünschten Inflation, und wir dann hier eben den Sensitivitätsparameter für die Inflation haben und genauso quasi hier ein Zieloutput, wo wir hier die Differenz haben und hier den Sensitivitätsparameter, wenn es denn so einen Zielwert gibt. Und die Zentralbank setzt dann dementsprechend den Gesamtzinssatz. Das ist ihre Hauptaufgabe. Manchmal werden auch Government Bonds ausgegeben, die werden dann auch über die Ausgabe läuft dann in der Regel auch über die Zentralbank. Aber auch das spielt jetzt nicht in allen Modellen eine Rolle. Staaten erheben Steuern auf Profite, auf Löhne etc. Sie zahlen aber auch Transferleistungen und übernehmen staatliche Leistungen. Das heißt, die zum Beispiel machen staatliche Forschungsförderungen. Das verschiebt dann vielleicht zum Beispiel diese technologischen Möglichkeiten der Ökonomie, was wir ja wie diesen Parameter Alpha bei dem Innovationsprozess bei den Kapitalgutfirmen kennengelernt haben. Da kann zum Beispiel der Staat dann auch einen Einfluss darauf nehmen. Er zahlt Subventionen vielleicht für bestimmte Aktivitäten, wenn wir zum Beispiel ein Modell haben, wo Produktionsaktivitäten mit ökologischen Kosten einhergehen, wo man dann sagt, okay, der Staat zahlt eventuell Subventionen für Produktionstechniken, die mit weniger ökologischen Kosten einhergehen, etc. Ne? Also das gilt je nach Fragestellung, kann man sich das hier relativ einfach oder relativ komplex vorstellen, die Rolle des Staates und der Zentralbank. In den meisten Modellen ist diese Rolle aber jetzt nicht so zentral und auf diese beiden Aufgaben hier beschränkt.